rastet nicht nur mal vorbei. Aber der Einsatz des Israeli macht sich bezahlt. Hier schien schon alles vorbei. Wieder mal drei St. Pöltener, die herumstehen, zu unentschlossen. Vor allem Meisel im Zweikampf. Sorgen können schon Weißmann! Und das 2 zu 0 und was für eins! Doppelpack! Wow! Klasse aber auch das Spiel zuvor. Die Vorarbeit von Alexander Schmidt. Der Pass mit. Also da sehe ich wieder links wie rechts ein Foulspiel gesehen. Dafür sehen wir vielleicht jetzt das 2 zu 0! Schon Weißmann! Mann! 55. Minute! Hat sich niemand zuständig gefühlt für den 23-Jährigen, der da durch die Abwehr tänzelt. Lindl lässt prallen und jetzt geht's los hier mit dem Antritt. Worauf wartet Aiwu? Bleibt er stur im Zentrum stehen? Und somit bleibt Weißmann nur noch das 1 gegen 1 mit Leitner. Und dann lässt er sich nicht lumpen und erzielt das 300. Bundesliga-Tor. In den Lauf von Weißmann. 2-0. Eiskalt schon Weißmann. 40 Spiel. Beonek. Wiesenböck. So wird schwierig, diese Fehler im Spielaufbau. Lindner, den Ball in die Gasse, ideal gespielt. Und Weißmann kann sich gegen Mara durchsetzen. Und dann auch überlegt, vorbei an Kuster. Lob an Weißmann, das versteht sich, aber natürlich auch auf der anderen Seite. Geht's ratzfatz, Niangbo. 3 gegen 1 ist das die Entscheidung. Weißmann, Treffer zählt. 3-0, klassisch ausgekontert nach einem Eckball für den SVM. Also ein Einwurf war es eigentlich. Und sich das ärgert vor allem auch seinen Trainer. Wieso nicht gleich direkt den Zug aufs Tor nehmen? Aber dafür jetzt ist er drinnen. Weißmann macht das Tor nicht irgendwo. 4-0. Weißmann, ja, das ist ja wie im Training. Viererpack, schon Weißmann. 5-0. Ihm geschieht, schon Weißmann. Also in Israel haben sie es ihm nicht so einfach gemacht, beim Maccabi Haifa. Aber hier ein Antritt vom eingewechselten Janicznik. Eine Flanke von Novak, weil er auch enorm viel Zeit hat. Und dann schauen wir im Zentrum Höller. Er sieht die Flanke, er sieht auch Weißmann und er sieht auch zu, wie der Israeli der Kopf chancenlos für Kost. Gegen einen Gegenspieler. 11.
Torvorlage. Michael Lindl. 12. Saisontor von Sean Weißmann. Der Moment gemeinsam mit Haller. Weißmann, guter Ball auf Niangbo. Das ist wieder schön gespielt bei den Wolfsbergern, aber sie bekommen eben wieder den Raum. Weißmann durch die Viererkette, der alte verdurft, der Laufweg, das Timing von Niangbo, das passt alles perfekt. Durfte heute ohnehin schon einmal. Und jetzt macht es eine Gefahr, die selbst schon Weißmann. Links gab dann das bittere Aus. Ja, und jetzt dann auch der Dosenöffner. 15 Minuten hat es gedauert. Das erst einmal leichte Beute und dann der Nachschuss und er ist drin. Was für ein Tor! Nochmals Altgelb. Und dann ist der Ball drinnen. Weißmann mit dem erneuten Führungstor für den WAC. Aber da war viel Glück dabei. Ich glaube, das war eine Art Billardstoß. Und der Treffer. Von Sean Weißmann. Das ist wirklich bemerkenswert, dass sich die Wolfsberger da eine gute Übersicht auch sehr oft unter Bedrängnis hier vergessen, die Salzburger völlig auf die Sturmspitze des WRC. Wieder eingeleitet von Schmidt. Dann eiskalt. Wieder mit Stimmchen. Weißmann. Und der Ball ist im Tor. 1:0 für den WAC. Und es ist kein Zufall, dass es wieder so ein Ball aus dem Halbfeld ist. Von Michael Lindl. Hat heute schon mehrere Male diesen über die Abwehr inszeniert und hier mit Erfolg. Herrliche Übersicht, gutes Timing, richtig gestartet von Weißmann, der nicht zurückzieht.